Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Angespielt. Wir sind hier heute in Elder Scrolls Online. Oh yeah! Das kam gestern den... es ist jetzt 0.25 Uhr. Das heißt vorgestern. Kam das zum offiziellen Release und ja, also ich konnte es mir noch vorbestellen. Das seht ihr hier, also zum Beispiel, also von ganz Anfang an. Also es gibt vier Allianzen, das ist das Dolchsturzbündnis, das Altmeri-Dominion und der Ebenherzpakt. Und normalerweise ist es so, dass ich zum Beispiel hier im Ebenherzpakt nur die Argonierin, die Dunkelelfin oder den Nord nehmen kann. Aber da ich es vorbestellt habe, da habe ich dann so einen kleinen Bonus. Da kann ich dann in jeder Allianz jedes Volk spielen. Das finde ich richtig, richtig cool, weil mich diese Khajiit, wie auch immer man sie ausspricht, die spiele ich richtig, richtig gerne. Aber ich möchte sie nicht hier in der Altmeri-Dominion spielen, sondern hier im Dolchsturzbündnis. Was wir jetzt wahrscheinlich nehmen, ist der Hochelfe. Da werden wir jetzt mal gucken. Wir machen nämlich was mit Magie, dies, das. Da müssen wir jetzt echt gucken. Das ist jetzt auch nur einer, mit dem ich hier spiele. Mal gucken, Moment. Der Hochelf besitzt eine hohe magische Affinität, wodurch sie mit Zerstörungsmagie mehr Schaden verursachen. Gut, das machen wir jetzt einfach mal. Klasse, nehmen wir natürlich den Zauberer. Hex, Hex. Und dann können wir den noch super anpassen. Also das mag ich an Rollenspielen sehr, sehr gern. Ich bin selber WoW-Spieler noch aktiver. Bin dort eben in der Gilde Glut der Erneuerung auf dem Server Mal'Ganis. Also wenn ihr mich dort antrifft, könnt ihr mich gerne anschreiben. Also wir gucken jetzt erstmal, welche Hautfarbe wir dem geben. Komm, geben wir ihm mal so eine natürliche Hautfarbe. Ja, stopp. So. Oh, wir müssen ja weiter rauszoomen. Weil wir wollen ja sehen, sollen wir einen muskulösen Typ machen? Nee, ich glaube so in der Mitte ist eigentlich so ganz okay. Nackt. Veteranenrüstung. Die Veteranenrüstung zeigt, wie er später mal aussehen kann und das sieht doch super geil aus. Also, ich weiß nicht. Also am Körper will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel verändern, vor allem weil das jetzt eh auch nicht mein Hauptcharakter hier wird. Mal gucken, wie wir das Gesicht so machen. Wir machen so ein kantiges Gesicht. So gefällt mir eigentlich ganz gut. Mal gucken, was da alles so für Haare gibt. So, gehen wir mal hier durch. Das sind ja solche Legolas-Haare. Ne, also ich würde gern solche Legolas-Haare haben, weil ich bin selbst auch Herr der Ringe-Gucker. Ich mag das ganz gern. Gibt's da ein helles Blond? Nee, das ist zu dunkel. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass das hier blond ist. Das dann eigentlich finde ich ganz okay. So, dann Alter. Da kann man dann auch noch einstellen, ob er schon Altersflecken haben soll oder was weiß ich. Da gibt es richtig viele Gestaltungsmöglichkeiten. Da können wir noch ein Bart machen. Ja, ich komme aus Frankreich. Mal gucken. Alter, der ist ja Vollbart, passt nicht dazu. So einen kleinen Bart hier sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich so. So. Ja, ich lasse ihn einfach mal so. Den Rest, ich jetzt nicht zu viel anpassen. Vielleicht so schöne blaue Augen. Das sticht dann irgendwie so raus. Und die Augenbrauen, die möchte ich noch ein bisschen ändern. Monobraue. Nee.
Ich weiß es ehrlich gesagt. Die wären ganz okay, oder? Ja, doch, die wären ganz okay. Ich möchte jetzt nicht zu viel anpassen, weil im Prinzip lösche ich den eh wieder. Also muss ich den jetzt ja nicht perfekt machen. Ich nenne ihn jetzt mal... wie soll ich ihn nennen? Da gibt es leider nicht so ein Tool, wo man jetzt das so eingeben kann. Ist hier irgendwas, was ich ihn, wie ich ihn nennen könnte? Sir Doggy. Ups. Ja, Sir Doggy. Das ist mein Charakter jetzt. So. Und wir spielen jetzt. Ich muss immer hin und wieder auf die Uhr gucken, damit das Ganze hier nicht zu lange geht. Wie spät war es vorhin? 11.25 Uhr? Es ist 0.31 Uhr. So. Okay, Leute. Also wir machen hier jetzt das Tutorial durch. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr euch bewegen? Upsala. Das wollte ich nicht. Ja, ich kann mich bewegen. So. Da ist jemand. OMG. Okay, da ist jetzt der Prophet. Mit dem reden wir hier jetzt. Ganz langsam. Also ich finde das richtig cool. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sehen. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ich denke nicht, dass euch das so interessiert, generell, was die Leute so sagen. Deswegen spule ich da immer so vor. Und ich zeige euch hier mal einfach nur die Action, die hier so von sich geht. Ihr dort, wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Ja, bitte, öffne. Schnell, ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Ich guck mal, ob ich eine Waffe habe. So. Nope, da habe ich auch nichts zu vergeben. Okay, dann geht's mal weiter hier. Folgt ihr Jesse. Es gibt Waffen in der Schmiede jenseits dieser Zeit. Und ich finde das generell, das so ein cooles Feeling. Der einzige negative Punkt, das muss ich jetzt auch einfach erwähnen, wenn man sich das Spiel kauft, das eigentlich jetzt nicht gerade billig ist. Also ich habe mir die Imperial Edition gekauft, die hat jetzt knapp 70 Euro gekostet. Das ist schon sehr viel, ja. So, ich hole mir hier den Froschstab. Dann rüsten wir den hier erstmal ganz kurz aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man ins Inventar geht. Ach so, hier. Wieso? Ich möchte den Froschstab haben. Ach so, da muss ich... Ha, hier. So. Okay. Jetzt haben wir den Froschstab und wir können so... Yeah! Wir können so richtig die geilen Attacken machen. Und ja, das ist eben der einzige Nachteil, dass man ein Abonnement abschließen muss. Auch wenn man 30 Tage gratis hat am Anfang. Oder, Oder man kauft sich eben eine Game-Time-Card. Und da das viele eben nicht die Möglichkeit dazu haben, vor allem sind die Bezahlmöglichkeiten jetzt auch nicht die besten, zum Beispiel Last-Shift-Verfahren gibt es nicht, ist das schon ein kleiner Kritikpunkt für mich. Nicht langsamer werden, Entseelter. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung... Ja, aber sonst ist das Ganze hier ganz cool. Ich habe mir da eine Game-Time-Card gekauft, weil ich es eben... Also ich bin da auf Risiko gegangen, habe mir einfach gedacht, ja, das Spiel klingt cool. Und deswegen habe ich es mir auch einfach mal geholt. So. Weichen wir immer aus. Du kannst uns hier gar nichts. Und wir sind eine Stufe jetzt aufgestiegen. Ich habe Kampfgeräusche gehört. Wir gucken da jetzt mal ganz schnell. Ich würde gern hier beim Magicka so Punkte setzen. Und dann sind wir hier auch noch bei den Fähigkeiten. Und da gibt es so eine coole Fähigkeit. Da kann ich einen heraufbeschwören, aber ich finde die Fähigkeit erstmal am Anfang besser. So. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine anderen probiert, also ihr bisher immer nur Magier. Wer seid ihr? Ich heiße Lyris. Lyris, Titanenkind? Mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt ist in meiner Zelle erschienen, ein alter Mann in Lumpen. Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen. Der Prophet. Was hat er gesagt?
Er sagte, unsere Schicksale werden miteinander erworben. Verworben. Okay, bla 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 bla. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Natürlich für die Leute, die die Story und so weiter wissen wollen. Ich guck's mir ehrlich gesagt auch an, wenn ich spiele. Aber jetzt im Let's Play verschwendet das nur Zeit und ich möchte ja so viel Einblicke wie möglich bringen. Und ich möchte auch dann noch, wenn wir in der Stadt sind, ein Pferd holen. Weil ich habe ein Pferd. Ja? Kommt! Die Wächter sind auf dem magischen Konstrukt. Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Okay, wir müssen da jetzt hoch. Ja, genau. Wir müssen da jetzt rüber. Und dazu müssen wir hier hochgehen. Da habe ich den Fehler gemacht. Nämlich mit meinem Mail bin ich irgendwo hingelaufen. Und ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr generell so von diesem Spiel haltet. Also ich finde es richtig cool. Ich liebe ja so Rollenspiele. Ich liebe es einfach. Ich meine, Minecraft bleibt mein Lieblingsspiel. Aber ich liebe Rollenspiele. Das ist einfach... früher, als ich noch kleiner war, war ich 9 oder 10. Ich weiß nicht. Da habe ich wirklich aktiv Metin 2 gespielt. Das war einfach so mein... Favorite Game, da kannte ich Minecraft noch gar nicht, ja. Aber, ich habe auf jeden Fall Metin 2, ich habe es geliebt. Dann bin ich irgendwann, wurde mir Metin zu langweilig und ich habe gewechselt auf World of Warcraft. Da war ich dann schon, es war vor circa 2-3 Jahren. Da war dann World of Warcraft so die Zeit, wo ich sagte, ja geil. Und ich bin jetzt auch noch immer aktiver World of Warcraft-Spieler. So, die will jetzt wieder mit uns reden hier. Verdammt. Aber ich probiere auch gern andere Rollenspiele aus. Da gab es zum Beispiel auch noch... wie hieß das? Keine Ahnung, ich kann mich das nicht mehr so... irgendwas mit M, glaube ich. Mit M. Und man konnte sich so eine Klasse aussuchen, die Flügel hatte. Ich weiß nicht mehr, wie das, Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen. Was ist denn das? Ihr müsst Catwell sein. Wir versuchen, in der Klause des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Sag mir, wie ist das? Ich komme dann weg. Schaut doch ab und zu wieder vorbei. Okay. Wir betreten jetzt einfach hier mal den Unterbau. Und ja, irgendwas mit M hieß es. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich blende euch ein, wenn ich Lust habe, danach zu suchen. Auf jeden Fall habe ich das auch ganz cool gefunden, aber es hat mich irgendwie nicht gepackt. Also ich habe das vielleicht so 2 Wochen gespielt, maximal. Ich glaube, das war sogar 1 Woche. War halt alles free to play und so. Das ist natürlich der Vorteil auch teilweise, wenn es Free-to-Play ist, weil man kann es einfach austesten. Hier gab es nicht mal eine Testversion, das fand ich auch sehr schade. Die gibt es bei World of Warcraft. Also da kann man sich so eine Testversion herunterladen, natürlich gratis. Und diese, bei der kannst du dann bis Level 20 leveln. Also das finde ich wirklich super, dass sie sowas anbieten, weil ich... Ah, Mann, ich laufe hier einfach durch. Oh, ich muss ja schleichen. So, Steuerung. Ja, es ist einfach... Ich teste gern was aus, bevor ich es benutze. Also ich kaufe jetzt nicht blind irgendetwas, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Oder wenn ich es irgendwo schon mal gesehen habe. Und ich sage, ja, das könnte cool sein. Ich habe jetzt keine Videos bisher so auf YouTube gefunden, wo ich sage, ja, ich würde mir deshalb dieses Spiel kaufen. Ich wollte mir selber jetzt meinen Eindruck verschaffen. Und, wie gesagt, ich werde euch mal auf den Laufenden halten. Vielleicht in 2 Monaten melde ich mich bei euch und sage, ich spiele es nicht mehr, weil ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. Oder ich werde euch in 2 Monaten sagen, ey, das Spiel ist Hammer und ich spiele das noch immer. Und das soll auch nicht das letzte Rollenspiel sein, das ich angetestet habe. Ich habe mir auch noch vorgenommen, Guild Wars 2 mal anzutesten. Wenn es Guild Wars 2 Spieler von euch gibt oder Skyrim Spieler. Also es muss auf jeden Fall für Mac funktionieren. Aber ich glaube, Guild Wars 2 funktioniert für Mac. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und wer hier spielt und mich in die Freundesliste hinzufügen möchte, der gibt einfach ein @bumsdoggy und dann findet ihr mich.
So. Ich rede jetzt mit dir nochmal. In Ordnung. Die gute Nachricht, ich hätte das wahrscheinlich schon vorher erwähnen sollen, aber wir können das jetzt zwar noch nicht verstehen. Es gibt magische Schlösser zu beachten. Okay. So, wir müssen da jetzt die magischen, also die südlichen Schlösser, die sind magisch, die müssen wir deaktivieren. So, das ist deaktiviert. Das nächste. Ganz kurz auf die Uhrzeit gucken. Okay. So. Also ich finde ja generell so Rollenspiele, man kann sich einfach hineinversetzen und das ist richtig, richtig cool. Beim Mädchen war es halt so, man hat auch ewig lang gelevelt, muss ich schon sagen. Deswegen bin ich dann auch irgendwann mal zu Privatservern gewechselt. Also ich hatte richtig viel Mädchenerfahrung. Und ja, also hier das Endlevel ist glaube ich 50. Ich denke, die werden das noch irgendwie mal erweitern oder so. Weil ich denke, bis 50 ist es jetzt nicht so lange. Also, die hat sich jetzt geopfert für den Propheten. Super, super geil. Sei Dank. Ihr seid sicher. Können wir sie irgendwo zumindest mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Das ist der Name, den so hat man wohl mit Anker sind Dädre. So, ich glaube, der macht jetzt ein Portal. Und dann, dann werde ich auch mit dem Portal in die Stadt teleportiert. Dann zeige ich euch noch das Pferd, was man bekommt, wenn man, wenn man eben das gekauft hat, die Imperial Edition oder Imperial, irgendwas sowas von beiden. Auf jeden Fall kann man sich da so ein kaiserliches Pferd kaufen und das nur für ein Gold. Die anderen kosten also 14.000, 16.000, bla bla bla. Also das ist schon ein richtiger Vorteil. Ja, ich glaube, da werde ich jetzt dann teleportiert. So, warte, den töten wir noch mit unserer neuen Attacke. So, hier schnell blocken. So, der eine ist down. Und ich finde die Effekte auch richtig cool. Und wer sagt, ja, er steht jetzt nicht so auf... Oh nee, was habe ich denn gemacht? Ich bin das Gesicht des Schmerzes. Was? Die Seelen der Verdammten, nee, gegen den muss ich jetzt nicht kämpfen. Ihr werdet Äonen des Schmerzes erfahren. Ich muss gegen den hier kämpfen. So. Epicer Fight. Wow. So, laden wir hier auf. Damit machen wir nämlich eine stärkere Attacke. Nein, lass unseren Propheten in Ruhe. Aber der heilt uns immer ganz schön. Das ist so ein netter Kerl. So, dann rollen wir uns hier ganz schnell weg. Das kann man mit doppelt W machen. Ja. Und ich finde, also was ich mir jetzt noch so wünschen würde, ich weiß nicht, ob es da schon gibt, mehr Reittiere. Also vielleicht nicht nur Pferde, sondern generell Sachen wie, also einfach so spezielle andere Tiere. Drachen, bla bla bla, was weiß ich, Vögel, was es auch immer alles so auf dieser Welt gibt. Ich würde mir auf jeden Fall mehr wünschen. Denn das ist das, was ich auch bei Rollenspielen liebe. So, wir looten mal alles mit R. Und sprechen mal mit unserem Propheten. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über eine uns. Himmelscherbe. Ein Stück ich bin bereit. Los. Wir berühren hier jetzt mal die Himmelscherbe. Scherbe von Aetherius. Wo ist sie denn? Über ach, hier. Uns und weit uns mit euren Segen. Ach nee. Jetzt. Nehmt die Himmelscherbe. Ich bin dumm. So, hier. Oh, das, also die Effekte sind richtig cool. Großer Akatosh, Drachengott der Zeit. Deine Kinder sind verloren im Nebel zwischen den und man kann auch in den in die Ego-Perspektive gehen und wie ihr seht, das sieht auch richtig cool aus mit dem Stab. Also wer lieber so auf Ego blabla steht, der kann dann mit V in die Ego-Perspektive wechseln, finde ich auch richtig. Ich finde, das ist einfach mal was anderes wieder. Ich persönlich spiele lieber so, dass ich meinen Charakter sehe und aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie sein Spielstil ist. So, ich benutze jetzt einfach mal den Riss, damit ich fliehen kann. So, jetzt sind wir auch schon in Glenumbra. Ich glaube, das ist die Hauptstadt, wenn ich mich jetzt nicht
zurecht entsinne. Ich glaube, das ist die Hauptstadt. Ich weiß es nicht. Also meine Haare sind jetzt noch ein bisschen nass. Ich war vorhin gerade duschen. Der geht einfach so um 1, um 0 Uhr in der Früh duschen. Ist doch egal. Ja, ich zeige euch jetzt noch ganz schnell das Pferd, weil ich kann nicht zu lange aufnehmen. Kommt her. Beziehungsweise schon. Aber ich muss... Ja, tut mir leid. Ich hole mir jetzt doch schnell mein Pferd. Aber ich möchte die Folge auch nicht zu lange machen, weil zu lange Videos sind ja auch dann langweilig und bla bla. Aber auf jeden Fall für von mir habt ihr eine Empfehlung für dieses Spiel. Probiert's einfach mal aus, das ist richtig cool. Wer einfach... hier ist das kaiserliche Pferd. Das kaufe ich mir jetzt einfach mal. Und das kann ich dann aufmounten mit Haar. So. Und das ist hier unser Pferd. Yeah. Mit Shift kann ich dann auch noch schneller. Hier springen wir da mal runter. Also das ist... Ich finde, das ist so ein Feeling von... keine Ahnung, ich finde die Musik auch so cool. Und generell, also mir macht es hier mega viel Spaß zu spielen. Also wie gesagt, wer hier mich adden will, der gibt dann da oben einfach ein so... Also der geht dann hier unten auf Freunde hinzufügen und gibt dann diese ID hier ein, @bumsdoggy, dann habt ihr mich da drin. Und dann können wir auch schreiben und bla bla bla, whatever, wir können auch zusammen spielen. Und ich sag schon wieder whatever. Ich weiß nicht, woher ich das hab. Irgendwo habe ich das mal gehört und dann hat sich das irgendwie so reingeprägt. Auf jeden Fall, ich und mein Pferd, der Diamant, wir verabschieden uns jetzt von euch. Und wenn euch das angespielt gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr diese Serie unterstützt. Wenn ihr einen Like da lasst, dann freue ich mich und dann ist das eine Rückmeldung für mich, dass das, was ich mache, nicht falsch ist. Und ja, also positive Bewertung nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Vorschläge für Spiele auch in die Kommentare, weil wenn ihr wollt, Thomas, spiel doch mal, was weiß ich, keine Ahnung, spiel doch mal Skyrim oder spiel doch mal Guild Wars oder spiel doch mal dies. Es muss ja nicht, es kann auch irgendein Spiel sein. Dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, würde mich echt sehr interessieren. Und ja, wir sagen tschüss.